Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen wurde viel Staub aufgewirbelt rund um die Krankenhausplanung. Es hat geknirscht zwischen dem Bundesgesundheitsminister und den Ländern. Aber mittlerweile, das haben wir eben gehört, sind wir wieder auf einem guten Weg. Wir sind überzeugt von der Krankenhausplanung in NRW, denn in sie ist das Know-how und die vielen guten Ideen von klugen Köpfen in Nordrhein-Westfalen geflossen. Von Wissenschaftlerinnen, von Vertreterinnen der Ärztekammern, Vertreterinnen der Krankenhausgesellschaft, der Krankenkassen und der Pflege. Und auch die Fachleute der Verwaltung haben ihre Expertise eingebracht. Entstanden ist die fortschrittlichste Krankenhausplanung in Deutschland, mit der wir natürlich in NRW auch Vorreiter sind. Und der Gegenwind auf die eben schon erwähnte Pressekonferenz der SPD hat uns doch allen gezeigt, die Akteure in Nordrhein-Westfalen stehen geschlossen hinter der Krankenhausgesellschaft, denn sie haben sie auch mitentwickelt. Uns ist natürlich allen klar, vor welchen Herausforderungen die Kliniken in unserem Lande stehen. Die Energiekrise, die Corona-Pandemie haben natürlich den Kliniken erheblich zugesetzt. Der Personalmangel und der immense wirtschaftliche Druck belasten unsere Kliniken. Gerade im ländlichen Raum sind die Menschen besorgt und fragen sich, wie die Behandlung in Zukunft aussehen soll in den Kliniken. Und selbst in den großen Städten mit der hohen Klinikdichte fehlt es an Personal. Ein Grund: die Krankenhäuser stehen in einem ruinösen Wettbewerb um die gleichen Leistungen und um die Fachkräfte. Und genau hier bietet der NRW-Krankenhausplan die Planung Lösungen an. Denn wir kennen die Bedarfe in unseren Regionen. Wir planen mit Fallzahlen in definierten Leistungsgruppen, hinterlegt mit ganz transparenten Qualitätskriterien. Und statt auf immer mehr Markt und mehr Wettbewerb zu setzen und damit einhergehend mehr Leistungsdruck für die Beschäftigten, setzen wir auf eine kluge Planung mit Spezialisierung, Arbeitsteilung und Kooperation. Und uns allen muss klar sein, unsere Kliniken brauchen einen sicheren, verlässlichen Rahmen für die weitere Planung und gleichzeitig einen erheblichen Boost für Veränderungen. Denn wenn wir nicht steuernd eingreifen, kommt es zu einem unkontrollierten Kliniksterben, wie wir es vielerorts schon erleben. Und klar ist uns allen doch auch, richtungsweisende, mutige Transformationen, die gibt es nicht zum Nulltarif. Und wer die Zukunft der Krankenhäuser plant, der muss auch natürlich den Klimawandel mitdenken. Wir unterstützen die Kliniken in Nordrhein-Westfalen mit 2,5 Milliarden Euro bei der Umsetzung der Krankenhausplanung. Eine nie dagewesene Summe. Und ein Drittel davon, also über 800 Millionen Euro, werden in Klimaschutz und Klimafolgenanpassung einfließen. Und damit reagieren wir auf die Kliniken selbst. Auf dem Weg hin zum Green Hospital und zur Klimaneutralität fordern die Kliniken selbst zu Recht mehr Rückenwind von der Politik. Sie sind hier schon längst auf dem Weg, allen voran die Nordrhein-Westfälische Krankenhausgesellschaft. Sie hat sich an die Spitze dieser Bewegung für mehr Klimaschutz gesetzt und treibt die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen voran. An dieser Stelle danke dafür. Unsere Gesundheitsexpertinnen wissen längst, ein gesundes Klima im Krankenhaus dient natürlich der Umwelt, aber auch dem Wohl der Patientinnen und Patienten und nicht zuletzt den Beschäftigten. Deswegen ist Klimaschutz und Klimafolgenanpassung immer auch Gesundheitsschutz. Und diese Weitsicht fehlt leider einigen Kollegen hier im Landtag, insbesondere Ihnen, liebe SPD. Sie halten uns doch so gerne vor, wie teuer der Klimaschutz im Krankenhaus ist. Dabei ist längst klar, jeder Euro, den wir für Klimaschutzmaßnahmen in die Hand nehmen, rechnet sich in Zukunft auf ein Vielfaches. Und natürlich wissen wir, dass die NRW-Krankenhausplanung alleine nicht ausreichen wird, um die großen Probleme in der Krankenhauslandschaft in ganz Deutschland zu begegnen. Wir brauchen diese Finanzierungsreform im Bund. Die Einführung von Vorhaltepauschalen sind ein wichtiger Schritt, um den wirtschaftlichen Druck auf die Kliniken zu senken. Für eine gesunde Entwicklung der Krankenhauslandschaft müssen Bundesreform und Landesplanung ineinander greifen. Aktuell sind wir in der Zusammenführung der Ansätze einen deutlichen Schritt weiter. Herr Lauterbach ist den Ländern in entscheidenden Fragen entgegengekommen
zum Beispiel zu den Leistungsgruppen. Und um das zu erreichen, brauchen wir auch keinen Antrag von Ihnen, liebe FDP. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Einigung hinbekommen werden. Im Sinne der Patientin und der Beschäftigten eint uns alle nämlich das gemeinsame Ziel, unsere Krankenhäuser fit für die Zukunft zu machen. Und da wäre es auch schön, wenn auch die SPD-Fraktion im Landtag einsieht, dass parteipolitisch motivierte Forderungen nicht im Sinne der Menschen in unserem Land sind. Lassen Sie den Bundesgesundheitsminister seine Arbeit machen, in guter Abstimmung mit den Ländern, und nutzen Sie die Gesundheitsversorgung in NRW nicht für parteiinterne Profilierung. Vielen Dank.